Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Watch Dogs und wir finden uns gerade keine Ahnung wo und zwar hier am Telefon. Moment, da ist noch Geld. Also da nicht. 3x75, okay, kann ich bei hinten machen. Hallo, wir brauchen einen Krankenwagen, sofort! Was ist denn hier passiert? Egal, komm, wir starten die Mission. Geheimnisvoll. Hier ist Fred. Total quadratisch. In einer Pause habe ich gelesen, wie Geselligkeit die Gesellschaft. Okay, ist das das FBI-Gebäude? Vor allem das Begriffsschlag. Was für mich den Ausschlag. Erreiche ich das? Ja, komm, wir müssen darüber. Ich habe mich ein bisschen umgezogen, bis die Business-Mäßiger war. Schweineteuer, 15.000, noch was. Aber gut, ich dachte mal, fallen mir nicht so auf, aber ich glaube, es ist egal. Nur von der Mütze und die Miete und der Tasche. So, geht's hier rein? Ja, da geht's rein. Auf zum FBI. Sesam, öffne dich. Oh, das ist einfach. Tada. Na gut, gehen wir weiter. Er hat so viel zu tun, der Mann. Bestens. Okay, Marcus. Die müssen irgendwelche Daten haben, die uns zu ihrem Spion führen. Sag mir einfach, wo ich sie finde. Das ist es ja, M. Die Typen sind nicht bescheuert. Sieht aus, als hätten sie alle Daten aufgeteilt. Ich weiß nicht, welcher Server es ist. Oh, super. Schön, dass du gewartet hast, bis ich drin bin, bevor du mir das sagst. Geh rauf aufs Dach zur Antenne und schließ einen Sendeempfänger an. Mit den eingehenden Daten kriege ich raus, welcher Server es ist. Klar, kein Problem. Geh rauf aufs Dach, platziere einen Sendeempfänger. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Total einfach. Ich glaube, wir kommen nochmal zurück. Wow! Hey, komm, schnell weiter. Wow! Oh, das war wieder knapp. Nein. Eigentlich die wollte ich nehmen. Wo? Ist egal? Nö. Ich denke mal, ist eigentlich egal, wie. Macht der was? Ich habe mir angewöhnt, aber eigentlich habe ich es total vergessen, alles abzusuchen, wenn ich da irgendwo starte, aber ich gehe einfach mal so rein. Was soll passieren? Mann, das wird ein Weilchen dauern. Bewundere aber nicht erst die Aussicht, Alter. Okay, da hinten ist noch was. Ach, damn. Da, bös? Ich sehe gerade wirklich nichts. Da oben? Ah, da ist was. So, das ist so und das. Was? Ah, hier ist noch eins. Und jetzt? Reicht's? Jetzt? Ich sehe gerade überhaupt nichts. Ah, da unten ist noch eins. Schön. Hab's gar nicht gesehen, hat welchen gedauert, aber so ging es ganz gut. Und wurden auch nicht erwischt. Und schön an jeden. Bereit. Cool. Warte, ich verfolge den Datenfluss. Ich hab Zeit. Ich sitze ja nur auf dem Dach des FBI. Geschafft. Okay, ich habe ihn auf deiner Karte markiert.
an jeden, wirklich an jeden Terminal ist ein USB. Ja, nein, er klettert wieder hoch. Und wir klettern wieder runter und mal gucken. Nee. Das nehmen wir mit. Was? Nee, wir müssen runter. Da war ich gerade voll verwirrt. Mal gucken, denn hier war irgendwo einer, der hat uns ein bisschen entdeckt. Nutzt mal kurz hier die Möglichkeit der Kamera und das mal alles ein bisschen abzuchecken, aber hier sehe ich gerade nicht viel. Weil hier sieht uns immer einer und. Hey du, was machst du da? Nix. Wirf jemand diesen Kidskopf raus. So viel zum, wir lassen uns nicht erwischen. Warum da auch voll reinrennen? Hinter uns? Ja, hinter uns. Schön. Hinter uns. Wir sterben und müssen es schon nochmal erneut versuchen. Suchen die uns jetzt? Wir werden es nie finden. Nie. Oh, wie viele gibt es denn noch von den Idioten? Oh. Oh. Mann, sind wir gut. Oh. Ich hab, was macht er denn so für einen Schwachsinn? Okay. Okay, wenn wir vorher nicht. Boah! Wow. Oh, ich hasse. Ich schieße in den Bein, der ist tot. Also schießen durch die Tür und der ist auch tot, Unwissen. Okay, fliehen. Komm, wir hauen ab. Okay. Hätten wir es eigentlich geschafft, unentdeckt zu werden? Ich bin mir da nicht sicher. Weiß nicht, ob das gut war, aber immer nicht schlecht, sowas mal zu aktivieren, zu öffnen. Wir fliehen und reicht das? Machen wir mal die Waffe, denn die, wie gesagt, One-Shot und dann können wir rein. Wir müssen jetzt hier durch. Ja, versteck dich auf den Tisch. Da ist auch was, da ist nichts. Da vorne gibt es was zu hacken und hier können wir nicht rein, da ist eine Tür. Das können wir so ausschalten, das funktioniert aber auch nicht. Hier können wir nicht rein, da können wir nicht rein. Überall die Türen zugeschlossen. Idioten. Der bringt uns auch nicht weiter. Das ist eine Kamera, die bringt uns auch nicht weiter. Ach, da ist was. Schön, jetzt haben wir endlich einen Schlüssel für die Tür gefunden. Kommen wir kurz hier rein.
Wir haben durch Tier erschossen. Na gut, sei es drum. Können wir mal gucken, hier waren ja auch ein bisschen mehr verschlossene Türen, die wir so nicht mehr rein konnten. Das nicht. Da hinten? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Doch, da war auch einer. Gucken wir nochmal hier rein. Was Deadsec-Mitglied Ranch anbelangt, scheint er dem anderen Geschlecht gegenüber verklemmt zu sein. Er trägt eine Maske zur Ablenkung. Eine Analyse ergab Hinweise auf eine schwere Kindheit und fast lähmende Schüchternheit. Um das zu kompensieren, trägt er eine programmierte Maske, die seinen Gefühlszustand als eine Art elektronische Anzeige spiegelt. In der Welt, in der sich das Individuum bewegt, hält man so etwas für absolut genial. Angeschlossen hat, fiel Ranch vor allem mit Cyberangriffen mit zweifelhaft humoristischem Inhalt auf. So wurde Website-Text in derbe Sprüche auf Bahnhofsklo-Niveau umgewandelt. Diese vorpubertären Anwandlungen änderten sich, als er weiter bei Deadsec eingebunden wurde. Er operiert jetzt in einem Team und hat politische oder unternehmerische Ziele im Visier. Das Individuum gilt als gefährlich. Schön. Haben wir Ranch ein bisschen besser kennengelernt. Sind das keine Boxen, oder? Nein, sind es nicht. Warum denn auch? Okay, lade er runter und ich habe ein bisschen Angst. Noch das ist ein bisschen sicherer. Unglaublich, Mann. Profile, Fingerabdrücke. Sitara hat einen Schulverweis, weil sie dem Direx was in den Kaffee getan hat. Also spätestens jetzt werden wir entdeckt worden. Es kommt ja nur einer. Die anderen sind ja schon alle tot. Oh, das hat uns auch dichtig geschadet. Mann, da kommt noch jede Menge Zeug. Aber ich sehe nichts über das Versteck. Branch, die sind an mir dran. Oh, weg da, hau ab! Wir haben die Position nicht. Ich hab ne Frequenz, los! Warum denn jetzt wieder abhauen? Sind alle nicht da? Also die liegen doch schon alle hier rum. Egal, komm, wir fliehen schnell. Da liegt noch... Ach nee, ist nur eine Waffe, die brauchen wir nicht. Komm schon, scheiße. Pass bloß auf, Marcus. Ich empfange eine Menge Bewegung. Das FBI wird dich erwarten. Na gut, müssen wir so uns irgendwie durchkämpfen. Rechts oder links? So gehen wir lang. Ich kann mich nicht entscheiden. Achso, wir fahren noch Fahrstuhl. Okay, rechts und links ist... Jetzt renn doch mal bitte da rein. Was? Wo denn? Gib die Fahndung raus, er ist uns entwischt. Ah, da hinten ist einer. Glaub erstmal sein Geld. Viel hat er nicht. Wow, das geht aber echt schnell, bis es füllt. Jetzt geht doch mit einer da rein.
Oh, bin ich erwischt. Nein! Was schießen die denn auf uns? Der letzte. Ah. Das war schade. Ganz schön schade. Ich dachte, wir hätten es fast geschafft. Der letzte war es. Der uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Oh, wie ich ihn hasse. Und das war meine Frau. Okay, dann hasse ich sie. Okay, wir sind wieder hier und ja, wo geht's lang? Okay, ich sehe. Kleine Erde rum. Keine Zeugen? So. Da komme ich nicht rein. Und hoffentlich werden wir jetzt wieder nicht erwischt und können einfach mal das Ganze in Ruhe machen. Gut, Türen sind offen. Gleich wieder rein und vor allen Dingen die Tür zu machen. Wir wollen ja keinen ungebetenen Besuch reinlassen. Was denn? Wo? Ach, da fährt ein FBI-Auto. Okay. Und wie es so ist, wir wollen gerade fliehen. Und was finden wir natürlich nicht? Kein Auto zum Fahren. Es ist so zum... Okay, verfolgt, da können wir nicht mehr werden. Und schnell raus hier. Das kotzt ihn an. Schön. Schön, die Jagd läuft. Okay, Mission beendet. Die Polizei ist auf dem Weg. Das ist ein Taxi, ein hässliches Taxi. Bin draußen, aber verdammt, was für ein Reinfall. Ich hab gar nichts. Au contraire, Alter. Du hast die Frequenz des Verstecks. Wir müssen es nur triangulieren, dann wissen wir, wo es ist. Alles klar. Der Sendeempfänger oben auf den Dellums ist unser erster Punkt. Okay, ich habe noch ein paar Antennen für die Triangulation gefunden. Ich nehme die eine, du die andere. Ich markiere sie auf der Karte. Schön. Okay. Ist das alles hier oben drauf? Wo sind wir denn? Was ist denn das für ein Dach? Oh, da ist schon einer. Okay, nehmen wir unseren kleinen Kopf da. Jo, hat mich jemand gerufen? Nein, dich mag keiner. Da ist ein Hund. Oh. Noch einer. Du betrittst Sperrgebiet. Da hinten ist noch einer. Ja. Die sind die zwei, dann diese zwei sind nichts. Habe ich ihn? Ist hier was? Okay. Wir haben die ganze Gang und komm, rein uns mal die Kohle. Also. Also viel weit müssen wir ja nicht, denn es ist ja schon hier. Und es war schon. Wir können ruckzuck und schnell wieder weggehen. So, war's. Mehr brauchen wir nicht.
Okay, gut. Warum stirbt die denn? Hä? Was? Was? Warum? Was haben wir jetzt gemacht? Ich weiß nicht. Komm, wir fahren schnell weiter. Ja, es wird Verstärkung. Toll, wir sind schon weg. Brauchen wir nicht. Na gut. Schön. Die Polizei ist unterwegs, aber die braucht auch keiner. Gut. Was? Da oben liegt noch ein Punkt, ich weiß gar nicht, wir haben zwar schon richtig viel und haben die auch total wenig eingesetzt in letzter Zeit, aber nichtdestotrotz, wenn wir noch einen zweiten, fünften, noch ein paar kriegen, dann ist das natürlich nicht schlecht. Ich sehe zwei und drei. Schön. Die stehen dummerweise gerade alle Richtung, eine Richtung und richtig weit zusammen. Das ist gerade voll Kacke. Hallo. Hey, yo. Komm uns ja nicht blöd, Mann. Meine Schuld. Was willst du denn? Meine Schuld. Was soll das sein? Was geht? Komm, wir klauen erstmal das Geld. Fuck! Wir haben einen verloren! Mir geht's gut, alles gut. Okay, noch einer ist da. Wir warten, der kommt bestimmt gleich runter. Obwohl es gut und gerne auch eine Frau sein kann. Meint ihr uns? Wir nehmen es auch und wir hauen auf Frauen. Also wir sind da nicht so. Gleichberechtigung für alle. Nee, komm, wir können weitergehen. Machen erstmal das hier. Keine Ahnung, was uns das eröffnet. Ah, schön. Können wir hochklettern? Und hier oben müsste irgendwas passiert sein. Jetzt haben wir schon die richtige Höhe und ich sehe es eigentlich gerade um. Ah, da vorne ist noch so ein Ding. Kann man auch hier drüber klettern? Schön. Oh, da drüben ist noch eins. Schön. Okay, Türen sind offen. Ah, kommen die wieder nicht hoch, muss ich jetzt nach vor klettern. Und hier nach oben springen. So, Auto rausgeholt. Und dann geht's, glaube ich, hier lang. Und, ah, da ist er schon. Gut, können verschwinden, bevor die Typen wieder, gerade gesagt und da erwacht erster. Tata, so. Okay, ja. Gucken wir kurz auf die andere Seite. Da ist noch so ein Ding. Und mal kurz schauen, wie viele Dinge wir eigentlich haben, wie viele Forschungspunkte. Grundsätzlich sehr viele, und zwar 23 Stück. Und die nächsten sind nicht weit entfernt. Von daher läuft es gerade in der Hinsicht ganz gut. Das muss irgendwo hier oben sein. Und sehen wir den Weg nach oben grundsätzlich auf den ersten Blick nicht. Das wird aber irgendwo da durchführen.
Ich sehe mindestens zwei Typen und das sind zwei, die wir gerade. Ist einer da oben? Ich glaube, der ist da oben. Geht's hier rüber? Keine Ahnung. Wir müssen auf die andere Seite, aber. Da drüben sind noch zwei. Haltet die Leute zurück! Wir werden eine Zielbeschreibung senden. Warum denn? Komm, jetzt holen wir noch den zweiten Punkt, dann haben wir 24 und noch ein paar Missionen, dann haben wir auch alle erreicht. Okay. Was können wir jetzt machen? Wir müssen irgendwie da rüberkommen. Ah, das war schon. Na dann. Ab nach unten. Okay, genau. An der Stelle machen wir erst eine Pause und ich bedanke mich fürs Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit und würde mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuschaut. Ihr dürft das Video gerne ein paar Däumchen nach oben geben, Kommentare hinterlassen und auch ein paar Abos mitnehmen. In diesem Sinne, dicken Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Coachy. Bye.